Da gehen wir nochmal. So, heute sind wir, wo sind wir? Wynwood Walls, Graffiti Area hier in Miami. Mal schauen, was es hier noch alles so zu entdecken gibt. Alles hier rundherum mit sehr viel Graffiti. Hier auch Graffiti. Graffiti. Bakery, ja, hier riecht es wirklich lecker. Und die Leute stehen Schlange, also scheint wohl was sehr Gutes zu sein. Flower Power. Das stimmt. Hier in dem Eingang habe ich gerade gelesen, bist du nicht willkommen, wenn du Waffen hast. Was kannst du? Wenn du Waffen hast, bist du nicht willkommen. Ah, nicht willkommen mit Weapons? Ja. Oh, Weapons are not welcome. Wenn du hier wohnst, darfst du nicht mit Waffe eintreten. No firearms allowed. Genau. Ja gut, ist auch eine Bank, da ist eigentlich normal, dass man nicht unbedingt bewaffnet rein sollte. Ne? Ja, wie man sich wohlfühlt. Ja. So. Alles mit Graffiti. Genau, also gehen wir noch mal ein bisschen spazieren. Lustiger Distrikt hier in Wynwood. Irgendwie alle Häuser mit Graffiti. Auch ziemlich viele. Aber auch sehr abgefuckt vorher, wo wir hergefahren sind. Gell? Ziemlich abgefuckt und viele zu verkaufen, zu, ich wollte es gerade sagen, zu verschenken. Zu verschenken. Also ein paar Shops gibt es hier, aber ich glaube, das ist eher sehr, sehr touristisch hier. Ja, das ist so eine, na was, ich muss mal nochmal nachgoogeln. Wahrscheinlich ein bisschen so eine alternative Kunstszene mit sehr viel Graffiti. Also es ist alles voll mit Graffiti. Wie gesagt, gibt auch sehr viel leerstehende Gebäude hier. Da wird was gerade gebaut. Wird komplett neu gebaut. Sieht irgendwie nach Offices oder irgendwas aus. Sandra in ihrer üblichen Pose. Ja, Schatzi. Ja. Sandra am Fotografieren, ich am Filmen. Gut. Und wir hatten es gestern ja auch tagsüber sehr, 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 sehr sonnig. Aber gefroren haben wir. Ne? In unserem ersten Hotel war es sehr kalt. Und jetzt ist endlich mal ein bisschen wärmer, auch in dem Hotel. Wir können ein bisschen heizen. Und heute hier draußen ist es jetzt, wenn die Sonne durchkommt, ne? Ganz, ganz, super schön. Ganz, ganz guck mal toll. Hier, die Flintstones, oder? Genau. Die Flintstones. Nee, das Hotel jetzt ist angenehmer. Es ist wärmer heute. Aber hier ist auch gut. Heute ist es auch angenehm. Mal schauen, wie das Wetter morgen wird. Morgen ist eigentlich ein bisschen Wind angesagt. Wir werden es morgen Wind wissen. Und Regen soll es morgen Wind und geben. Regen. Aber wir möchten Sonne. Weil Sandra ist ein Sonnenkind. Ja, ha, 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 ha. Wir dachten auch, als wir ankommen, es sind 25 Grad. Und was waren es? 13. 13, ja. Ich glaub. Und die kälteste Nacht seit 3 Jahren, haben sie hier gesagt. Ja, es war ganz interessant. Wir kamen an und dann waren wir erstmal wie üblich in Miami beim Immigration Officer. War es wirklich sehr easy ablief hier, war wirklich alles gut, war ganz entspannt. Einfach. Aber es wurde uns auch gleich gesagt, ihr habt den kältesten Tag seit 4 oder 5 Jahren hier erwischt. Wir sind dann im ersten Hotel eingecheckt. Es wurde uns direkt gesagt, ihr habt den kältesten Tag in 4 oder 5 Jahren erwischt. Und ja, das erste Hotel war auch dementsprechend kalt, weil die gar nicht darauf ausgerüstet sind, dass die Klimaanlage da funktioniert. Und weil das ganze Gebäude von 1920 war. Ist. Genau. Und ja, also wir haben die kälteste Zeit. Also hat gut geklappt, weg aus Mallorca, in die Sonne, in die Wärme und es war genauso kalt. Aber heute ist es jetzt wirklich, also heute ist der es jetzt erste wirklich Tag warm. In der Sonne ist angenehm. Ja. Wobei gestern ja das Wetter auch super war. Wir hatten ja tolles Wetter gestern, aber halt der kalt. Der Wind am Ocean war. Drive. Drive war ganz, ganz kalt. Also ist jeder Shop irgendwie mit Graffiti bemalt. Hier kommen wir zu einem Foodlocker-Shop. Aber überall siehst du die ganzen Geschäfte und leer. Ja. Oder viel. Sind also sehr, was auch sehr, in sehr, Miami sehr auffällt hier, wir sind ja hier in Miami, wobei man, wir immer denken, dass auch viel die Amerikaner reisen. Aber auch in Miami muss irgendwie vermutlich aufgrund des blöden C-Themas sehr viel zugemacht haben. Es gibt unheimlich viel Ladengeschäfte, unheimlich viel Space to Rent for Lease. Also es ist wirklich viel, viel frei. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein tolles Fotomotiv erwischen. Ja, guck mal, da oben im Hintergrund schon die komplette Hauswand bemalt. Ja.
Überall Graffiti, auch der ganze Boden ist hier von Künstlern verschönert, bemalt, besprayt. Graffiti with the good old German cars. Ja, hier sind wir gerade in der Straße, wo es überall Restaurants gibt. Alles rund um Wynwood Walls. Überall Graffiti. Hier auch, überall, wenn es geöffnet wäre, überall Restaurants, ja, ja, wo du draußen sitzen, ja, kannst und so. Da siehst du aber wirklich auch noch, wie viel zu ist. Ja, gut, die Saison geht wahrscheinlich ein bisschen später noch los, aber ja, es hat halt jetzt auch viel zu vermieten. Graffiti, Graffiti, Graffiti. Was auch cool ist, im Prinzip jeder von diesen hässlichen Strommasten ist irgendwie mit Graffiti oder mit Stickern beklebt. Und so Hinterhofsrestaurants, da ist ein Club, ne, drin. Hä? Hier kannst du auch kaufen, ja, Geschäfte. Ja. Also auch viel frei. Würde auch cool aussehen, wenn er offen hätte hier. Auch irgendein, ja, tolle echte Lokal. Blumen haben die hier. Die haben sogar echte Blumen, ganz selten hier. Ja. Ganz viel Deko ist ja immer plastisch, aber ja, ja, ist echt. Ja. Und hier steht direkt vor Graffiti mein Auto. Ich mag ja die amerikanischen Autos. Schöner Challenger RT. Der hat denselben Friseur wie ich. Mhm. Toll. Wow. Upp. Mal einmal oben. Ich glaube, hier kannst du den ganzen Tag durchlaufen, einen Block nach dem anderen ablaufen und immer wieder neue Graffiti sehen. Sehr geil. Das ist cool. Selbst die Scooter hier oder die Roller sind alle irgendwie im Graffiti-Design gemacht. Super. Das sind jetzt dann die letzten Eindrücke, die wir hier mitnehmen. Graffiti. Die letzten Eindrücke aus dem Designer District Wynwood Walls. Genau. Wo wir heute unterwegs waren und ja, hier die letzten Eindrücke. Und wenn Läden leer sind, dann werden auch direkt die Fenster mit Graffiti verschönert. Ja, Schatzi?